Diese Woche reden wir bei Quotenhinterfern über die plausiblen Spaßvögel. Willkommen in einer neuen Woche hier bei Quotenmeter FM. Hallo Falk Luca Roth. Hallo Fabian Riedner. Hallo. Ja, wir wollen uns heute über zwei plausible Spaßvögel unterhalten, nämlich Elton und Stefan Götte. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, du triffst mich ganz unvorbereitet, scheiße. Wir reden über Joko und Klaas, Klaas Häufer Umlauf und Joachim Winterscheid. Joachim Cornelius Winterscheid. Ja, das ist ja nicht echt Cornelius. Und die beiden gehören ja seit Jahren zum Inventar von ProSieben. Und haben inzwischen, habe ich mal nachgeschaut, aktuell 4 laufende Shows. Und du hast recht. Und haben in diesem Sommer ihr 11-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich glaube, das wurde sogar wiederholt. Ich glaube, sogar im August. Okay. Die erste Folge von Das Duell um die Welt. Und wir wollen heute mal so ein paar Dinge besprechen. Auch einen vielleicht Joko und Klaas Overkill. Aber wir beginnen, um das Ganze hier noch ein bisschen zu verwirrend zu machen, gegen Joko und Klaas gegen ProSieben. Da haben die beiden jetzt wieder mal gewonnen und haben gesagt, wir wollen nicht nur 15 Minuten, wir sparen uns das auf, wir wollen 30 Minuten. Und deswegen gibt es jetzt eine Schatzsuche, die in Deutschland versteckt wird. Und da kann man einen Koffer versteckt. Ja, genau. Und zwar nicht wenig Geld, muss man sagen. 1 Million Euro. 1 Million Euro, aber die gehen nicht von der Gage von Joko und Klaas drauf. Nein, da muss auch Steven Gethin was abgeben. Oder eine Bank. Was die ganze Sache auch, dann kommen wir später dazu, noch ein bisschen verwirrender macht. Ja, Joko hat ja jetzt letztens seinen Kontostand verraten. 79 Millionen Euro. Mehr als das, hat er gesagt, in einer seiner Sendungen, ich weiß schon gar nicht mehr welche. Wie du sagst, es sind im Moment sehr, sehr viele. Ich glaube, es war Joko und Klaas gegen ProSieben. Aber, oder vielleicht war es auch Wer steht mit der Show. Aber ja, ich fand das mit der Schatzsuche, finde ich eigentlich eine ganz nette Idee, die für ich heute Morgen sehr viel, habe. Die du mir schon zerredet hattest, da kann man gleich drauf kommen. Die aber in diesen Zeiten mit, die ja doch angespannt sind, die Weltlage und generell vieles, so was so Nachrichten betrifft, glaube ich, ganz gelegen kommt und dementsprechend vermutlich sehr erfolgreich laufen wird. Wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, also wir haben es am Mittwochabend die erste Folge gesehen, also wir können zu den weiteren Rätseln noch gar nichts sagen. Und auch zu den Quoten oder zu dem generellen Interesse. Das wird uns dann die nächsten Tage noch überraschen. Wenn ihr es hört, werdet ihr es schon wissen. Vielleicht habt ihr dann auch schon die Koordinaten. Genau. Ja, ich muss sagen, mir hat das nicht gefallen, weil ich erst gedacht habe, es kommt wieder irgendwas Interessantes. Und dann hat man jetzt wieder so Spaß gemacht. Da geht es um 1 Million. Da ist eine Bank hinten dran, die das anscheinend sponsert. Das heißt, wir sehen da 7 Tage lang eine Werbeveranstaltung. Und das ist natürlich wahnsinnig spontan von Joko und Klaas. Ich glaube es nicht. Ich glaube einfach, da hat irgendeiner von der Werbeabteilung diese Idee eingefädelt. Und das Ganze ist nicht irgendwie so ein Jux- und Dollerei-Projekt, sondern es ist einfach geplant von ProSieben gewesen. Was dann relativ schade ist, weil
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass dass Klaas irgendjemand von dieser Bank eben kennt und gesagt hat, ach komm, wir haben da mal eine Idee, wollt ihr das nicht vielleicht sponsern? Also das ist ja nicht der normale Blödsinn, der da sonst gezeigt wird. Und das sieht man ja auch, dass da ziemlich viele Leute eingeweiht werden, wenn dann auch bei Zawakis und Optnöfel auch groß darüber berichtet wird. Ja, aber da würde ich, also da würde ich in der Hinsicht in mehreren Punkten widersprechen, weil das der Aber Sender Moment, ganz eingeweiht. kurz. Ganz Ja. kurz. Es das heißt immer im Vorspann, wir wissen nicht, was da passiert. In dem Punkt muss ich leider inzwischen sagen, es hieß mal eine Ausnahme mit dieser 8-Stunden-Schicht, aber inzwischen habe ich so das Gefühl, naja, das ist ja ziemlich häufig inzwischen. Gut, da stimme ich dir vollkommen zu. Da würde ich aber ganz grundsätzlich sagen, ich glaube, das ist schon immer der Fall, dass der Sender Zustimmen muss. in irgendeiner Weise weiß, was da gleich passieren wird und da auch dann zustimmen wird auch. Also ich gehe mal davon auch aus, dass das mit dem Notfallband vor ein paar Monaten, ja, die werden Der dann war nicht doch einfach komplett den Stecker fake. ziehen. Ja, natürlich. Deswegen, also da ist ja jetzt auch, das ist ja so, das wird ja schon abgesprochen sein, so natürlich. Da kommt man ja gar nicht drum rum. Der Sender muss ja wissen, was er da sendet. Also so Narrenfreiheit, glaube ich, hat man da ja auch nicht. Und Joko und Klaas haben halt sich diese Narrenfreiheit, dass man zwar sagen muss, was man tut, aber halt dann trotzdem, selbst wenn man Nacktfotos ins All schießt, da das auch darf. So. Ja, du kannst doch nicht einfach eine Rakete hochschießen. So. Von dem her, das, ja, das finde ich jetzt irgendwie verständlich, dass da der Sender Bescheid weiß und gerade wenn es dann halt jeden Tag in der Primetime, also dass dann die Primetime nicht um 20:15 Uhr, sondern um 20:20 Uhr dann beginnt, irgendwie. Ja, durchaus verständlich. Dann, du sagst, dass das von ProSieben eingefädelt wurde. Das würde ich es gar nicht mal so behaupten, weil die Florida hat ja mittlerweile auch die Florida Reklame, also auch eine Werbeagentur sozusagen. Dementsprechend, denke ich, haben die schon auch Kontakte in dieser Hinsicht. Warum sollte das nicht Florida auch einfädeln können? Also das ist ja, man muss sich ja irgendwie finanzieren. Warum Joko und Klaas hatten generell ins Bankengeschäft schon ganz von sich aus ganz gute Kontakte. Stichwort Giro Hero. Ja, also Werbetestimonials, da sind sie ja nicht scheu, sag ich mal. Jetzt nicht übertrieben unterwegs so, aber gerade Joko ist ja auch viel am Investieren. Das Sehr fand ich jetzt erfolgreich immer. schon sehr erfolgreich immer, wie er selbst sagt, genau. Das halte ich jetzt schon für möglich, dass das, warum sollte das nicht Florida auf die Beine stellen können? Und ich weiß nicht, wie sehr eine Privatversicherung wie Kosmos Direkt, jetzt haben wir den Namen genannt, 1 Million Euro dann letztendlich wehtut als Werbebudget. Wird es überhaupt ausgespielt? Also kann ja auch sein, dass das keiner gewinnt. Das werden wir dann sehen am Dienstag, nehme ich an. Hoffentlich. Weil die Rätsel an sich waren ja mitunter schon, also das erste war schon interessant, sage ich mal so, weil es kann ja verschieden Verschiedenes bedeuten. Also du hast mal das Wort Morsezeichen in den Mund genommen. Ja, Das ich habe mir kann das so dann nochmal sein, muss angeguckt. aber Es nicht so sein. ist aber, wenn dann ein eher verkapptes Morse, also ich weiß es nicht, also wenn man jetzt irgendwie so als kurz und wie als lang oder andersrum wertet, dann kommt da meines, also bin jetzt kein Morse-Experte, aber ich habe da mal so ein bisschen geguckt, da kam jetzt bei mir nicht nur drei Ziffern raus, weil es zu viele, es waren 48 Wies und Sos insgesamt. Dementsprechend muss man gucken, vielleicht hat man da auch nur die Sos als, weil man hat es ja auch unterschiedlich betont.
vielleicht ist dann, sind da nur die Soos oder nur die Wies, die Morsezeichen. Das, da habe ich jetzt nicht weiter, habe ich mich nicht weiter eingefuchst. Da lasse ich mich dann überraschen. Vielleicht ist es aber auch ganz banal und es werden einfach nur die Wörter gezählt, die dort gesprochen werden. Und es sind vielleicht eine Null auch davor. Deswegen fehlt mir da so ein bisschen ja auch die Einordnung des Rätsels. Aber ich hoffe natürlich, dass es die nächsten Tage ein bisschen klarer weitergeht. Aber ich glaube einfach, dass du halt Glück haben musst, diese 7 Rätsel richtig interpretieren zu können, weil es geht ja nicht darum, dass Wissen abgefragt wird, sondern dass du ja zum Teil Glück hast, auf die Antwort zu kommen. Ja, ich glaube also schon, dass es mit Sicherheit logisch erklärbar ist, was da die Antwort sein soll. Das wäre ja sonst mit Sicherheit kann man das logisch erklären, bloß die Frage ist halt, macht das alles Sinn? Also kommt man drauf? Genau. Und dann spielt der Faktor Glück, denke ich, auch noch eine Rolle, wo es dann letztendlich gelagert ist, ob, weiß ich nicht, in Berlin oder in München. Und wenn dann halt jemand aus Brandenburg das Rätsel löst und dann aber noch nach München fahren muss, wäre es halt ärgerlich, wenn dann jemand, weiß ich nicht, aus Bad Tölz das Rätsel löst und nur nach München fahren muss, dementsprechend früher dran ist. Ich weiß ja schon, wo der Koffer ist. Am Brandenburger Tor, vermute ich. Nee. Im Garten von Günter Jauch. Im Garten von Günter Jauch, ja. Oder in den Weinbergen von Günter Jauch. Ja, aber die weiß ich nicht, ob man die mieten kann. Ich weiß nur, dass man das Haus von Günter Jauch in Potsdam mieten kann. Okay. Oder es ist in Buchholz. Man weiß es nicht. Ja. Das hat man schon damals vor Monaten vergraben. Siegprämie für die Promis oder was? Nee, hat man einfach vergraben, um dann hinterher zu sagen, guck mal, liebes RTL, eure Promis waren die ganze Zeit auf 1 Million gesessen. Das wäre witzig, ja. Eine Sache noch, weil du gesagt hast, das ist von ProSieben eingefädelt. Joko und Klaas hatten ja auch mal vor ein paar Jahren in verschiedenen Städten, also auch 15 Minuten live in verschiedenen Städten, dass man da an gewisse Orte musste, um dann, ich glaube, es waren 10.000 Euro zu gewinnen. Was ja im Endeffekt jetzt eine Weiterentwicklung dieser 15 Minuten aus dem Sommer 2019 war es, glaube ich, war oder ist. Von dem her, also die Idee, denke ich, kommt schon von Florida, von Joko und Klaas selbst. Dafür, finde ich, gibt es jetzt zu viele so Indizien. Oder ja, würdest du dem auch widersprechen? Warten wir es doch einfach mal ab. Soll ja eigentlich Leute unterhalten. Ich würde halt tatsächlich als erstes immer denken, dass das so eine Werbefirma macht. Wenn es natürlich irgendwie Joko und Klaas selbst irgendwie eingetüdelt haben, dann finde ich, sollte man vielleicht die Werbefirma mehr an Joko und Klaas ranholen, als Joko und Klaas an die Werbefirma. Ja. Aber da müssen wir einfach mal gucken. Die hatten ja bislang schon immer ganz gute Ideen. Sie hatten ja auch früher mit Endemol schon eine kleine Werbefirma, wo sie ein paar coole Spots, ich glaube, damals für S. Oliver umgesetzt haben. Man muss auf jeden Fall sagen, dass es entsprechend unterhaltend präsentiert worden ist. Man kann das kritisch sehen, aber ich glaube, es hat einfach vielen Leuten da draußen sehr gut gefallen. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. War ja auch in den Twitter-Trends. Ja, ich wollte noch dazu sagen, bei Joko & Klaas gegen ProSieben ist mir was aufgefallen. Und zwar ist die Sendung ja, wie du schon richtig gesagt hast, inzwischen 4 Jahre alt. Und man merkt leider, wie ProSieben Stück für Stück abgebaut hat, weil früher hatte man viel, viel mehr Gäste bei Joko und Klaas gegen ProSieben, die auch was mit den Sender zu tun hatten. Also gerade auch merkt man das bei Sat.1. Man hat Lena Meyer-Landrut, so Leute wie Mario Basler auch, weil es damals, glaube ich, auch Reality-Shows gab. Teddy hatte ja auch mal eine ProSieben-Sendung. Und jetzt bei der aktuellen Staffel ist mir aufgefallen, also da bedient man sich ja inzwischen
ganz anderweitig. Also Benny, fangen wir mal ganz oben an. Dennis und Benny Wolter von ProSieben, Riccardo Simonetti, der einen Vertrag ja mit dem ZDF hat, Jochen Schropp, Stefanie Heinzmann, die kennt man, die waren bei anderen Formaten, Elevator Boys, dann Nadja Bessini, Stefanie Klose und Peter Maffay, die haben Promo gemacht, auch nicht zu ProSieben. Nikita Thompson hat auch keine Sendung mehr. Nee, man hatte vor kurzem Aminata Beli, die ja Dieb und Deutlich moderiert. Man hatte dafür aber auch Janine Michaelsen. Aber dann wieder Bill und Tom Kaulitz, Salma Homsi, die 13 Fragen moderiert. Und dann kann man wieder sagen, einmal Abdallah für ProSieben. Aber trotzdem ist mir so aufgefallen, dass man da viele Leute hat, die eigentlich nicht mehr im Team ProSieben oder 1 sind, sondern eingekauft wurden. Das kann man zum Teil gut finden. Aber was mich eigentlich am meisten nervt, tatsächlich bei Florida, dass immer die gleichen Namen bestimmte Jahre da sind. Also ich kann Bill und Tom Kaulitz nicht mehr sehen. Die werden durch alle Sendungen durchgeschleift, genauso wie die Volta-Zwillinge. Und die Elevator-Boys. Ja, da wollte ich gerade fragen. Also die Volta-Zwillinge sind ja bei Studio 71 unter Vertrag jetzt mittlerweile? Nee. Die sind nee, doch die haben doch... Aber die haben doch jetzt... oder haben die... die haben eine Produktionsfirma gegründet mit Florida, an der Florida beteiligt ist. Das war doch vor ein paar Monaten, glaube ich. Da kommt das her. Da frage ich mich auch immer, warum die eigentlich so prominent bei ProSieben, aber so wird ein Schuh draus natürlich, dass die ja vor allem bei Joko und Klaas Formaten dabei sind. Die Kaulitz-Brüder, gut, die machen jetzt natürlich auch für The Voice, aber sind ja auch mit Florida, glaube ich, verbandelt, weil der Podcast von Florida von Studio Bummens, also von Florida kommt. Und ja, man hat da halt das Telefonbuch ist ja relativ üppig. Das wäre jetzt noch meine Frage. Also wie ist da die Verzweigung? Weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie ein Elevator Boys Video gesehen. Ich kenne die Elevator Boys eigentlich nur durch Klaas. Also die Elevator Boys waren auch beim Duell um die Welt und glaube ich zuletzt auch mal wieder bei Late Night Berlin. Genau. Da sind die ja relativ prominent immer. Da macht er ja auch gerne mal Witze über die oder ja, macht Einspieler mit denen. Deswegen sage ich, also ich kenne die Elevator Boys eigentlich nur durch Klaas. Bin da jetzt aber auch überfragt, ob die vielleicht irgendwie Studio 71 dabei sind oder sonst wie. Das weiß ich nicht. Aber dadurch, dass die so präsent sind, würde mich das jetzt auch nicht wundern. Ja, aber ich finde es halt leider schade, dass wenn man alle Sendungen verfolgt, halt doch alle oder diese Häufung von Gästen hat. Ja, was ich ein bisschen schade finde, weil ich das Format eigentlich immer total super fand, weil man eben so viel Cross-Promo gemacht hat, auch durch die Spiele, also man hat ja, weiß ich nicht, The Drunken Dancer oder sowas oder The Mask Dancer irgendwie parodiert auch. Hat dann mit das zu The Voice gegangen und so weiter und hat da ja viel, viel so Schabernack getrieben und hat da ja viel auch ja persifliert so. Und jetzt war in dieser Staffel war jetzt The Mask Stuntman. Okay, den Gag hat man halt schon häufiger gemacht, aber ansonsten fällt mir jetzt wenig ein, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber eine ProSieben oder eine Sat1-Marke oder so. Ja, was ich zum Beispiel was ein furchtbarer Einspieler war die Bundesjugendspiele im Dunkeln, die einfach nur dumm waren. Ja, war das ein Hinweis auf die Bundesstreamer-Spiele von Joy? Nee, das war einfach nur, wir sehen komplett nichts und dann müssen die beiden sich vertrauen, aber es war eigentlich eine sehr schwere Aufgabe und dass sie das ja eigentlich geschafft haben, war ja umso erstaunlicher. Aber ja, also es gab schon bessere Einspieler, wie zum Beispiel diese Lache abgrasen während der Corona-Pandemie
wo irgendwie Yoko seinen herrlichen dämlichen Gag gemacht hat und ja, irgendwie so einen Fuß in so einem Kinderwagen gefahren hat. Oh, guck mal, der Fuß schläft schon. Der Fuß schläft, ist eingeschlafen, ja. Ja, wobei, ja, das ist, glaube ich, dann, also ich fand das mit den dunklen Bundesjugendspielen, ja, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich verstehe schon, also es war jetzt nicht, dass man sagt, oh, das ist, bleibt, das war jetzt ein großes Highlight der Joko und Klaas gegen ProSieben-Geschichte. Ja. Man muss ja auch sagen, es wiederholen sich ja inzwischen auch einige Spiele. Also dass man, ja, es waren jetzt auch 47 Shows schon. Genau, da wollte ich gerade sagen. Also das wird man wahrscheinlich einfach nicht drum rumkommen, dass man halt einfach so ein paar Klassiker hat, wie dieses, ihr kriegt 6 Aufgaben und eine Minute Zeit und müsst die aber immer schneller und schneller, schneller lösen. Das kam ja auch schon häufiger vor. Das ist jetzt, ja, kommt halt immer wieder dran. Ja, es ist natürlich auch immer eine sehr überraschende Show, wenn man zum Beispiel die vom 24. Oktober nimmt, wo man 6 von 7 Spiele gewinnt und im Finale dann verliert. Aber gut, so ist halt einfach das Konzept. Und ja. Hast du zuletzt den Einspieler mit dem Heliumballon gesehen? Noch nicht. Den fand ich etwas. Der war lustig, weil sie hatten einen riesengroßen Ballon und mussten ihn durch so eine kleine Hundeklappe kriegen und mussten halt den Ballon leer atmen sozusagen und haben halt das Team eingeladen. Das durfte dann und dann war dann ja wie als hätten sie würden sie auf dem Sofa kiffen und reichen den Ballon dann immer so reihum so. Mhm. Und das hat dann und die hatten dafür 3 Stunden Zeit und nach 2 Stunden hat dann Klaas gesagt, ja, wir können jetzt nicht mehr atmen. Wir müssen den jetzt da durchquetschen. Und dann war der halt noch, weiß ich nicht, 30 Zentimeter zu groß oder so. Und dann ist er natürlich in dieser Hundeklappe geplatzt. Und dann war der Einspieler vorbei. Und dann war ich so, ja, naja, das war jetzt irgendwie auch viel Lärm um nichts. Oder viel Lärm für einen großen Knall. Und dann war ein großes Nichts. Irgendwie, das hat man auch nicht so doll gelöst. Hm. Aber unterhaltsam. Was ich auch nicht gut gelöst finde, ist, dass Joko und Klaas Shows immer so geballt kommen. Und ich habe so das Gefühl, dass man da eigentlich die Leute völlig übersättigt. Ja, also mir geht es mittlerweile so, ich verliere völlig den Überblick. Also du hast da völlig recht. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das schon immer so war. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es in diesem Herbst extremer ist. Weil sonst war... Wer steht mir die Show im Januar und im Juli? Joko und Klaas gegen ProSieben irgendwann im Frühjahr, März, April oder so, meine ich. Und dann im September, Oktober. Und Duell um die Welt, ja, auch quer verteilt übers Jahr. Das war früher, hatte ich so das Gefühl, war das einfacher, aber das stimmt nicht. Da haben sie es auch quer verteilt übers Jahr. Das war eine falsche Annahme. Da ist es sogar jetzt ein bisschen besser, aber ich fände es eigentlich ganz gut, wenn man die Shows immer so ein bisschen trennen würde. Ja, das geht mir komplett. Also ich habe es ja gerade schon mal gesagt, dass Joko irgendwas gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Show, weil es eben im Moment sehr viel zu viele gibt eigentlich. Sonntags Wer steht mir die Show, dienstags Joko und Klaas gegen ProSieben, samstags das Duell um die Welt und jetzt auch noch jeden Tag die Schatzsuche, also es wird immer mehr, und dann kommt Dienstag noch Late Night Berlin. Abend, ja, auch Dienstag, Late Night Berlin, genau, hast du jetzt gesagt. Ja, also man kommt mit dem Gucken eigentlich kaum noch hinterher. Und was ich dann auch immer so ein bisschen natürlich, ja, einfach generell bei ProSieben, aber auch gerade bei Joko und Klaas wahnsinnig anstrengend finden, wie lang diese Sendungen gehen. Also da ist ja keine eigentlich vor 23 Uhr fertig. Und gerade jetzt, Wer steht mir die Show, war echt lang, muss man sagen. Aber sehr, sehr gut. Gehört auch dazu. Ich weiß nicht, hast du die neue Staffel schon gesehen?
Nee, das ist alles viel zu viel. Ich muss auch mal andere Sachen gucken, um hier ein paar Filme und Serien zu testen. Also ich kann mich leider nicht nur hinsetzen und kann aktuell in der Woche 6, 10 Stunden, ja, teilweise 10 Stunden Joko und Klaas angucken. Ja, es ist halt, hat man die Werktage abgedeckt. Jeden Tag 2 Stunden von 20:15 bis 22 Uhr. Und dann geht man ins Bett. Wunderbar. Bist du fein raus. Ah, so funktioniert das Leben aber Theoretisch. nicht. So Man ist muss es halt. auch Nachrichten konsumieren, muss Nee, andere Dinge überhaupt machen, muss nicht. Filme testen, Serien testen oder auch, kleiner Ja, Spoiler, Exklusiv Weekend angucken oder Explosiv Weekend. explosiv, vermutlich, aus gegebenem Anlass. Genau. Ja. Aber ich empfehle dir, schau dir, wäsch mir die Show an. Du kannst auch schon 2 Folgen ab, wenn der Podcast dann erscheint, dann sind es fast schon 3 Folgen, weil bei Join sind es ja immer, ist ja eine Folge immer vorab. Das ist gerade auch bei Join ist mir aufgefallen, finde ich, besser geschnitten als in den vergangenen Staffeln, weil sonst hat man immer noch die Anmoderation der Werbepausen drin gelassen. Das hat man jetzt komplett rausgekürzt und so wird es richtig flüssig und man merkt gar nicht, dass da was fehlt, tatsächlich. Also das ist, da hat sich Join oder hat sich Florida sehr viel Mühe gegeben, um ja Join ein gutes Seherlebnis zu bieten. Ja, das freut mich. Ich wollte mit dir noch kurz über das Sommerhaus reden. Okay, Guckst du das ja. denn eigentlich noch? Nein, ich habe nicht mehr weitergeguckt, tatsächlich, seit dem Rauswurf von Gigi und Valentina. Warum? Weil es langweilig wurde oder sagst du, da reicht mir TV total? Nee, also es kommt jetzt dann auch zweimal wöchentlich. Dementsprechend muss man natürlich gucken, wann guckt man Joko und wann guckt man Klaas und wann guckt man Sommerhaus. aber ich habe dann einfach gesagt, okay, jetzt ist so der Höhepunkt erreicht. Was wird jetzt da noch kommen? Das ist ja irgendwie gar kein so, eigentlich gar kein Spannungspunkt mehr da, kein Spannungsbogen, der erzählt werden kann, weil jetzt ja alle Paare verstehen sich ja einigermaßen. Manche keifen sich noch gegen, also intern an. Aber das ist halt dann. Ich hab das Wichtigste gesehen, was man gesehen haben musste, sage ich Claudia mal so. Obert. Klar, der Einzug. Er ist mir immer noch in wohliger Gedankenwelt. Der hält mich zurzeit auch warm. Meine Heizung ist kaputt. Okay. Oh, da läuft es mir eiskalt in den Rücken runter. Vielleicht ist deswegen auch die Heizung kaputt. Das weiß ich nicht. Ja, ansonsten muss man sagen, jetzt ist das große Promi-Büßen losgegangen. Good Luck Guys bei Join und es geht ja auch dann übernächste Woche mit Promi Big Brother los. Ich finde, das ist viel zu viel Reality vor Weihnachten. Du Und hast noch die Rampensau vergessen. ja, Forsthaus Rampensau. Mit deinem Fast-Nachbarn von früher, Matthias Mascherpone. Ja, man Japaner. Mein Japaner. Ja, der ist dabei mit seiner Mama, habe ich gelesen. Ja. Da läuft sie mir eiskalt den Rücken runter. Ja, also du hast ja mal in die österreichische Version reingeguckt, hast du gesagt, und sagst, es ist eigentlich eine 1:1 Kopie von Sommerhaus der Stars. Ja, nur Nur, dass dass du es halt halt nicht Pärchen der sind. Kniff ist halt, dass es wie gesagt keine Pärchen sind, sondern weiß der Herrgott was. Freunde, Bekannte, Verwandte. Oder auch Pärchen. Teilweise sind es auch Pärchen. Ja, aber es wirkt alles irgendwie Aber schon so ja. wie das Sommerhaus, nur in ProSieben oder 1 Style. Ja, Und es ist natürlich halt hat im man wenig Moment. verstanden. Achso, Bei der wegen österreichischen Österreich. Version, genau. Ja. Gab es da Untertitelung auf Join? Ich glaube nicht, nein. Okay.
Ja, das finde ich generell manchmal schade, dass es bei Reality-Formaten, auch bei RTL, viel zu wenig Untertitelung gibt, weil da wird ja manchmal ins Mikrofon getuschelt und am Mikrofon vorbeigesprochen, dass man auch ja irgendwie da noch verheimlichen kann. Und manches wird dann untertitelt, aber manches dann irgendwie auch nicht. Und dann sitze ich immer da vom Fernseher und habe dann Lautstärke 78 und verstehe immer noch nichts. Nur der Nachbar beschwert sich dann über mir. Ja, das hatte ich mal Aber. mit einem Nachbarn, der sich damals beschwert hat, als ich meine neue Soundanlage hatte. Und er sagt, seit 3 Tagen geht das so. Und ich sage, wären Sie doch am ersten Tag rübergekommen, dann hätte ich am ersten Tag gleich schon leiser gemacht. Ja, aber grundsätzlich kann man bei ProSiebenSat.1 sagen, man hat ja vieles aufs letzte Quartal geschoben, auf den Weihnachtswerbemarkt und ballert da jetzt, setzt alles auf eine Karte, alles oder alles auf zwei Karten, muss man sagen, alles auf die Karte Joko und Klaas und Und auf die andere auf Reality-Karte. Reality. Man muss aber auch sagen, ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Woche besprochen, dass es da auch ziemlich dämliche Programmierungen gibt, dass man zum Beispiel das 1%-Quiz lässt man donnerstags um 22:15 Uhr enden, dann kommt Promi Big Brother, aber dann überlappt sich das noch eine Dreiviertelstunde mit dem Promi-Büßen. Ja, das ist korrekt. Und jetzt ist ja auch The Masked Singer wechselt ja einmalig auf den Sonntag wegen Wetten, dass. Und da fängt dann auch am Sonntag Promi Big Brother um 22:15 Uhr an und überlappt sich dementsprechend auch eine Stunde mindestens mal mit The Masked Singer. Es sei denn, man kriegt es tatsächlich hin und kriegt The Masked Singer irgendwie in 2 Stunden über die Bühne, aber das kann man durchaus bezweifeln, wenn man sich die Historie der Sendung Das ist wahr. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es auch schon wieder für diese Woche gepackt. Hast du noch einen TV- oder einen Streaming-Tipp? Gibt es irgendwas, was du für dich entdeckt hast, außer die üblichen Verdächtigen? weise darauf hin, auf Wer stiehlt mir die Show und möchte darauf hinweisen, dass die Aufzeichnung bereits im Mai stattgefunden hat. Und dementsprechend dort noch Karin Mioska als dienstälteste Tagesthemenmoderatorin galt, was leider bei der Ausstrahlung nicht mehr korrekt ist. Und wie lang die Fehde zwischen dem WDR und Hart aber fair schon andauert, scheinbar, weil Luis Klamroth darf bei Wer stellt mir die Show einen Programmhinweis für seine von künftig Florida Documentation produzierten Sendung, Talkshow im ersten machen, was ich durchaus spannend fand. Und ja, ein zeithistorisches Dokument sozusagen. Genau. Nächste Woche gibt es noch zwei Streaming-Tipps. Und zwar nächste Woche Donnerstag startet zum einen die 5. Staffel von Yellowstone bei Paramount Plus und The Crown geht weiter. Und wenn ihr das angeguckt habt, dann könnt ihr am Freitag schon die Scott Pilgrim-Serie angucken oder am Samstag Gute Freunde. Und dann könnt ihr, dann ist, glaube ich, Jeremy Fragrances, die Serie, bei Sky vorbei und dann kommt Unser Hof. Ah, da ist ja. Stichwort Sat.1 setzt alles auf die Reality-Karte. Festspielwochen. Die Festspielwoche, ja, genau. Also, dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder für ein ausführliches Review in Sachen Reality. Und bis dann. Ich nehme jetzt erstmal Magnesium.